Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Long Dark. So, wir haben gesagt, egal was draußen ist, wir müssen los, wir müssen was zu essen finden. Uns bleibt keine andere Chance. Wir müssen uns auf den Weg machen. Da sollten wir gerade mal nicht runter. Das ist heute natürlich besonders angenehme kalte, minus 33 Grad, das haben wir natürlich nicht bedacht, aber das ist egal, wir müssen los und wenn wir jetzt erfrieren, dann erfrieren wir, dann haben wir leider Pech gehabt. Da kommen wir nicht drum rum. Sterben muss man sowieso, schneller geht's mit Marlboro, wie man damals so schön gesagt hat. Uns bleibt nichts anderes übrig. Ich hoffe auch, dass sie das gefixt haben mit dem Berg runterlaufen, mit dem Haxenbrechen, dass das so schnell geht. Das wäre halt auch schon mal echt eine schöne Sache. Habe ich mich erschreckt jetzt gerade. Oh, ich habe gedacht, da kommt jetzt irgendwas vor uns. Aber das war wieder nur unser Atem. Hallo, dramatische Musik. So, schon frieren wir und hungern. Und wahrscheinlich wird dies unser Todesurteil sein. Da ist eine Hütte. Vielleicht sollten wir doch noch ein letztes Mal Glück haben. Ich kenne die Map halt leider noch gar nicht. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Okay, bitte sei was zu essen. Bitte sei was zu essen. Ich brauche keine scheiß Jeans. Gib mir was zu essen. Gib mir doch bitte was zu essen. Da ist was. Grape Soda. Los, sofort rein. Scheißegal, wie gut das noch ist. Rein damit. So, haben wir schon mal wenigstens etwas. Aber wir leben gerade echt von der Hand in den Mund irgendwie, ne? Das ist echt nicht so das super Feature. Wir nehmen wieder allen Scheiß mit, den wir gerade so finden können. Was eigentlich gar nicht so gut ist. Und hier gibt es leider auch nichts mehr zu essen, was total... Oh nein. Eine Stunde ins Bett legen, damit wir uns ein bisschen aufwärmen können. Oh Mann, wir werden so verranzen. Wir werden so verranzen. Elendig erfrieren werden. Liegt denn wirklich nichts mehr rum? Nee. Ist einfach mal gar nichts mehr. Jetzt immer noch Hunger, aber okay. Wir haben uns aufgewärmt, wir gehen wieder raus. Es bleibt ja echt nichts anderes übrig als das. Dann schauen wir uns mal ein bisschen weiter um. Es war wieder nur so eine einsame Hütte am Wegesrand. Gehen wir mal einfach den normalen Weg weiter. Was ist das da? Das ist nur ein Berg, okay. Weia, weia, ist das ein Mistwetter hier. Das gibt's ja gar nicht. Bis jetzt ist auf dieser Karte auch noch nicht so viel zu finden, habe ich das Gefühl. Das ist doch recht überschaubar alles. Egal, wir müssen irgendwo was finden. Es
ist das ein Wetter. Das Wetter klart auf. So, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir irgendwo was finden. Da drüben hat's einen Camp. Jawohl, wir sind angekommen. Wir sind endlich unten. Hier ist der Highway. Locksort sind wir hier. Gut, wir gehen als erstes in die Hütte rein. Und hoffen, dass wir hier was finden. Cooles Gebäude übrigens. Ich muss sagen, das gefällt mir jetzt schon. Total gut. Oh. Hi, Johnny. So, den durchsuchen wir mal ganz schnell eben und wir müssen gucken, dass wir jetzt ganz dringend was essen können. Candy Bar, super. Ist das nicht ein Scarf oder sowas? Ne, scheinbar nicht. Ein Fernseher. Die haben sich noch einen schönen Abend gemacht hier. Bevor sie sterben gegangen sind. So, wir durchsuchen mal eben schnell alles. So. Das sind doch mal Schubladen hier. Die werden wir auf jeden Fall gleich mal alle durchsuchen. Aber erstmal müssen wir das essen, was wir gerade gefunden haben. Wir müssen auf jeden Fall was reinkriegen. So, wir fangen jetzt einfach mal hier an. Ich glaube, wir machen hier dann gleich unsere erste Zwischenstation. Wo wir sowas zwischenlagern können. Das ist im Prinzip die erste vernünftige Behausung. Nach dem Damm eigentlich, wenn man jetzt zwischen den beiden Karten wechselt. Ich glaube, das ist eine gute Idee, das machen wir so. Die haben wir schon, ne? Ja, die haben wir schon. Gucken wir mal hier alles durch. Wenn Kümbert, ja, ich weiß, wir werden das gleich alles aussortieren, was wir nicht brauchen. Ich sollte vielleicht gleich mal in die Küche runtergehen. I could use this. Insulated West, aha. Schauen wir gleich einfach mal. Erstmal durchsuchen wir das alles hier. So. Was gegen den Hunger können wir jetzt gerade leider nicht machen. Aber wir können jetzt gerade mal kurz vergleichen, was wir denn so anziehen können. Das hier zum Beispiel mal. Die Long Cotton, Cotton Long Underwear, die wollen wir nämlich gar nicht. Wir wollen nämlich die Wool Long Underwear. Wool ist nämlich immer besser als Cotton. Deswegen tragen wir das. Das Ding, das können wir gleich direkt harvesten. Downsheet, Jacke, die hat 1,7 und 0,9. Die ist halt immer noch viel, viel, viel besser. Fleece-Sweater, was haben wir denn an? Thin Wool. Der ist natürlich auch um einiges besser. Die Jeans, die wir anhaben, ist natürlich auch deutlich besser. Okay, das heißt, wir sollten jetzt erstmal noch mal ein bisschen was essen, dann machen wir uns hier erstmal einen gemütlichen in der Hütte. Haben wir hier noch was liegen? Nee, gerade nicht, leider. Aber in der Küche muss doch bestimmt was sein. Ja, guck mal hier. Scheiße, den alles zerdrückt. Nein, die wollte ich doch noch essen. Oh, so Mist. Was ist hier? Nein, alles offen. Okay, aber vielleicht ist hier noch was drin. Water Bottle ist gut. Sind noch Sardinen, sehr schön. Die sind neu übrigens, die Sardinen. Die gab es vorher so noch nicht in dieser Form. Glaube ich zumindest, ich habe noch keine gefunden gehabt. Pineapple Beaches, okay, wir machen das gleich auf jeden Fall erstmal schön Mittagessen. Und dann müssen wir echt mal gucken, dass wir irgendwo was finden, was Vernünftiges. Und vor allen Dingen legen wir jetzt gleich erstmal unsere Sachen ab. Unsere schweren zumindest. Hope nobody needs this anymore. So. Komm, wir essen jetzt erstmal den Rest, den wir jetzt hier gerade gefunden haben. Food and Drink, Eat. Mit dem Öffner natürlich, dafür schleppt man ihn ja die ganze Zeit mit auch. Alles andere würde ja keinen Sinn machen. So, dann durchsuchen wir hier mal ein bisschen weiter.
Jo, was haben wir denn hier Schönes? Was haben wir denn hier Schönes? Ja, super, eine ganze Küche voll mit nichts. Das ist immer das Liebste, das gefällt mir immer total gut. Dann nehmen wir das auch nochmal ganz kurz eben auseinander. Na super, haben wir was im Refrigerator. Das sollte eigentlich noch am besten sein, aber natürlich ist hier gar nichts drin. Im Freezer vielleicht. Wenn das jetzt durchdacht ist, dann könnte man im Freezer, glaube ich, Dinge am allerbesten aufbewahren, sodass sie gar nicht mehr verderben. Wenn dem so ist, würde ich mir ganz gerne früher oder später... Können wir hier duschen? Wäre schon witzig gewesen, wenn. Antiseptikum nehmen wir auf jeden Fall auch mal mit. Ist cool gemacht, dieses Bad. That'll come in handy. So. Und hier so ein Kilo nur. Ist nicht besonders viel, muss man ja sagen. Da unten ist noch was. Pineapple Peaches. Granola Bar. Das hauen wir uns direkt alles rein gleich. Da haben wir wieder ein bisschen Puffer. Oh, das hat mich wieder erschreckt. Aber da ist nur so eine Flocke vorbeigeflogen. Ich habe gedacht, da kommt jetzt einer an. Ihr könnt doch sowas nicht machen mit mir. Ich habe ein schwaches Herz. Hier sind wir reingekommen, glaube ich. Genau. Da ist noch ein Kabinett. Wir sind halt immer noch encumbered, das ist nicht gut. Man muss aber auch sagen, hier ist halt auch fantastisch wenig gerade zu holen drin. Ne? Granola Bar rein damit. Und was haben wir hier noch? Pineapple Peaches. Machen wir auch auf. Und essen die auch direkt. Dann geht es uns wieder einigermaßen gut, würde ich sagen. Dann sortieren wir mal den ganzen Mist ein. Der jetzt gerade schwer ist und den wir nicht brauchen. Wir müssen uns halt nur merken, dass wir das hier drin gelassen haben. Das lassen wir hier, das lassen wir hier. Die Jeans lassen wir auch hier. Da können wir 40 Kilo reinpacken, das ist total gut. Das bringt uns eine Insulated Vest. Top Layer that warms the core but leaves the arms exposed. Ja, egal. Raus damit. So, Tools. Can Opener. Müssen wir niemals zwei miteinander rumschleppen. Der eine bleibt hier. Cardboard Matches. Wie ich nichts, nehmen wir mit. Komm. Simple Tools wiegt ein Kilo. Sewing Kit wiegt fast nichts. Das Ding müssen wir mitnehmen. Das Ding wiegt sehr viel. Das lassen wir hier. Die Jerrycan lassen wir auch hier. First Aid. Antiseptikum lassen wir eins hier. Eine Bandage lassen wir eine hier. Painkillers. 6 Stück lassen wir hier. Water Purification Tablets lassen wir hier. Lassen wir hier. Na, lassen wir hier. So. Material, Cedar Firewood. Hier, Cloth. Hier lassen. Leather, All. Newsprint Roll. Hier lassen. Reclaim Wood, 4 Stück. Hier lassen. Scrap Metal, hier lassen. So, jetzt haben wir 21,6 haben wir immer noch. Was wiegt denn so viel? Die Anzünder sind es wahrscheinlich nicht. So, nicht. Sind das die Sachen von uns, die wir tragen, die so schwer sind, oder? Oder was ist das jetzt hier? 2,6 Kilo, klar, fürs Wasser. Das ist sehr viel eigentlich. Das wiegt fast nix. Die Hunting Knife wiegt fast nix. Die Rifle, klar, ist mit 4 Kilo sehr schwer, aber trotzdem. Egal, wir haben jetzt wieder ein bisschen Luft. Hier haben wir alles durchsucht, glaube ich. Das heißt, wir können erstmal weiter. Wir merken uns, dass nur hier drin noch was ist. 12.31 Uhr, mitten am Tag. Da können wir mal gucken, wie es draußen aussieht. Und dann ist auch schon wieder das Ende der Folge angekommen. Schönes Wetter zum Wandern. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.